Wenn du das Buch von mir hast, dann gucke mal auf Seite 27 bis 32. Das Thema ist heute dran. Die Tage werden schon wieder kürzer, oh mein Gott. Ich will unbedingt was Buntes haben und deswegen heute mal was ganz Buntes. Du brauchst nur ganz viele Farben, ganz viele unterschiedliche Farben. Ein Spachtel, ich habe mit einem Spachtel gearbeitet. Du kannst auch ein Stück Pappe nehmen, wenn du möchtest. Und damit die Farbe auftragen, ja. Und damit das nicht ganz bunt, ganz braun wird, sondern auch bunt bleibt, zeige ich dir mal, wie das geht. Also komm mal mit an meinen Arbeitsplatz. Auch wenn das Bild ganz bunt wird heute, nehmen wir erstmal nur ein Schwarz. Du brauchst keine Angst haben vor der weißen Leinwand. Du trägst sowieso nachher noch viel Farbe auf, deshalb einfach rauf mit der schwarzen Farbe. Genieß den Farbauftrag, guck mal, wie cool das schon aussieht. Könnte man auch schon wieder so lassen, oder? So hat was. Also das Schwarz ist jetzt trocken und ich nehme jetzt meinen ersten Farbton. Ich habe hier so ein Pink-Rot angemischt und trage das jetzt erstmal auf. Ich gebe jetzt mal ein Weiß dazu und mische das auch hier auf der Fläche, also die nasse Farbe in die nasse Farbe, und dann erhalte ich eben noch einen Farbton dazu, nämlich das Rosa. Das Bild trocknet jetzt gerade weiter. Die Farbe hat schon angezogen. Und ich überlege jetzt, was für eine Farbe ich da drauf geben kann. Dieses Türkis hier. Das gefällt mir ganz gut. Das ziehe ich jetzt einfach mal drauf. Ich habe einfach so Farbreste noch. Ja, die hebe ich mir meistens auf, wenn ich eine Farbe angemischt habe. Und jetzt hier bei diesem Bild kann ich quasi sehr gut einfach auch Farbreste verwenden. Untergrund hast du ja schon mal die Farben nass und nass zusammengemischt, das Weiß und zu Rosa gemischt, und jetzt kannst du es hier gezielter und geübter einsetzen.
Jetzt nehme ich mal mein Gelb und trage das auf. Ich möchte es ein bisschen fröhlicher, wärmer haben, das Bild. Und ja, ziehe das hier so vorsichtig drüber. Lass viel Farbe stehen. Ich will nicht zu viele Mischtöne haben. Ich ziehe es halt immer wieder zu den Linien. Also irgendwo muss ich trotzdem noch eine Linie reinbringen, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Ich versuche mich zurückzuhalten, denn ich will ja nur einen Farbauftrag, einen bunten haben, ein buntes Spiel von Farben und keine extra Strukturen. So, das Schwarz kann ich auch nochmal nach oben setzen, nochmal als starken Kontrast, denn jetzt ist es ja nochmal kräftiger als das von der Unterfläche. Ich muss aber auch aufpassen. Nee, das gefällt mir nicht. Das will ich wieder wegnehmen. Ich gucke mal, dass ich mit einem sauberen Spachtel ganz vorsichtig die Farbe wieder abnehmen kann. Ich nehme viel Farbe ab, also auch den Untergrund, aber es passt hier. Das geht ganz gut. Ja, ich überlege jetzt gerade und arbeite und überlege und arbeite und dabei versuche ich irgendwie noch eine Richtung zu finden. Und ja, mit dem Schwarz ist natürlich so eine Sache, weil es sehr prägnant ist und es kann halt ganz schnell dann auch so Überhand nehmen. Also ich experimentiere hier jetzt gerade vorsichtig. Soll halt auch nicht zu sehr verschmieren und gerade mit dem Schwarz verschmiert es halt auch schnell. Hier noch was Schwarzes oder auch nicht, aber wenn ich es jetzt nicht haben will, verwische ich es und es wird ein riesiger dunkler Fleck, aber so ein bisschen mindern kann ich das schon und dann könnte ich auch nachher nochmal mit heller Farbe rübergehen, aber so ist das schon okay. Das Bild habe ich jetzt zum Trocknen hingestellt und ich gucke mir das gleich nochmal mit Abstand an. Hier habe ich gearbeitet und du siehst meine ganzen Farben. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht. Damit nicht alles braun wird, lass zwischendurch trocknen oder nimm dir einen Föhn und föhn das etwas trocken. Das geht auch genauso gut. Schnapp dir jetzt deine Leinwand, nimm deine alten Farben von mir aus, alte Farbreste oder misch dir neue Farben an. Nimm einen Spachtel oder einfach eine Pappe, egal, und ja, mach einfach. Wenn dir das Video gefallen hat, like es bitte, Dankeschön. Und falls du noch kein Abo hast, abonniere jetzt den Kanal. Im Video hast du gesehen, wie man weiche Übergänge hinbekommt und auch wie man kontraststark arbeitet. Und das Thema ist da nochmal beschrieben auf Seite 27, da guck doch einfach nochmal rein. Danke fürs Zuschauen, danke für dein Like und ich freue mich auf deinen Kommentar. Bis dahin, hab einen schönen Sonntag. Tschüss!